Wir haben 1999 die ersten Urdinkelteigwaren produziert. Und wir sind so eigentlich Pionier geworden von den Urdinkelteigwaren in der Schweiz. Und wir sind seit der Geburtsstunde der ADR-Geschichte mit dem Migros Luzern dabei. Im Jahr 2013 habe ich den Betrieb übernommen, in einer relativ schwierigen Situation. Und es ist mir gelungen, die letzten 8 bis 10 Jahre hier hinten 40 Arbeitsplätze zu retten und den Umsatz und Absatz zu verdreifachen. Wir sagen viele Kunden, wir haben die besten Teigwaren. Und eine gute Qualität braucht einen guten Rohstoff und es braucht eine schonende Verarbeitung. Wir sind der Urdinkel-Pionier. Täglich arbeiten 40 lokale Mitarbeiter hier hinten, produzieren mit sehr viel Herzblut die besten Teigwaren. Es sind die nachhaltigsten Teigwaren. Das Mehl kommt aus der Region. Viele Bauern können von dem Einkommen profitieren. Und ich glaube, wir schreiben eine einmalige Erfolgsgeschichte mit dem Migros Luzern zusammen. Weil Migros Luzern verkauft so viel Urdinkel-Teigwaren oder mehr Urdinkel-Teigwaren als alle übrigen Migros-Genossenschaften zusammen. Und ich glaube, auf das dürfen wir sehr stolz sein und haben eine Anerkennung verdient.